Hier sind wir denn nun. Wieder an der Höhle mit den wundervollen blauen Pilzen, dem Wasserfall und so weiter und so fort. Alter, zu Hause fast. Ja, also das Spiel kann schon recht aufreibend sein. Also es ist sowohl von der Planung und so weiter, also wenn man die Fabriken plant, etc. sehr fordernd. Aber auch, als auch von der Art und Weise halt, dass man in solche Problematiken kommt wie eben, ne? Alter, ich kann schon gar nicht mehr reden. War ein Glück, dass uns nicht die ganzen Viecher folgen, die wir jetzt auf dem Weg schon verärgert haben. So. Und ich vergesse es nicht, nein. Wahrscheinlich hat schon so mancher gedacht, so wie das Spiel ihn jetzt fertig gemacht hat zum Ende, wird er das garantiert vergessen. Nein, wir fahren zur Quarzhöhle. Und wenn wir zu viel Scheiß dabei haben, lassen wir sogar was hier. Bauen wir hier eine Kiste auf. Warte mal, lass mal gucken, wie sieht es denn aus. Wir können natürlich auch eine Menge... Hör mal auf. Ins Inventar vom Auto hier packen. Ganz besonders hier der Treibstoff. Die Motoren bitte nicht hier lassen. Das wäre herzallerliebst, wenn das nicht passieren würde. Einmal Treibstoff nehme ich mit, weil man weiß nie, wann man mal das etwas braucht. So, ich lasse mal ein paar Eisenplatten und so weiter hier. Auch ein paar Verstärkte kann ich mal hier lassen. Aber ey, es sind so viele lustige Sachen, die wir hier haben. Hui, dann lass uns mal hier rüber gehen und schauen. Warum ist hier so wenig? Verstehe ich nicht. Was ist hiermit? Warum ist da ein Förderband, das nicht fertiggestellt ist? Ich verstehe es nicht. Was ist denn hier los? Freunde, ja. Also das ist jetzt mal ein Rätsel. Da oben sollte eigentlich rein. Da oben wird auch. Aber wo kommt das hier her? Ich verstehe es nicht, warum hier sowas ist. Ich baue das mal weg. Sollte wahrscheinlich irgendwann mal dafür sorgen, dass wir hier weiterverarbeiten können. Aber da hat der Honko irgendwie schon ein bisschen weiter gedacht als eigentlich angebracht. Aber warum wird hier nichts mehr hergestellt? Warum haben wir so wenig von dem Kram? Guck mal, jetzt haben wir gerade mal so ein paar Kisten Kristalle. Da wird denn hier gar nichts mehr gemacht, oder was? Ach so, ich glaube, das liegt hier dran. Denn diese Bohrer hier produzieren, glaube ich, gar nicht, ne? Ja. Warum produziert dieser Bohrer nicht? Standby? Willst du mich verarschen? Hau rein! Huch, ja. Na dann. ...120 Teile pro Minute. Unübertaktet. Ja, weil das rein ist. So. Und der hier? Der andere Bohrer? Ist nicht angeschlossen. So, also das Silo, das können wir... Moment mal. Ich krieg das hier irgendwie nicht so ganz gebacken. Ach so, das Silo wird von dem gefüttert. Stimmt. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich mir hier damals hierbei gedacht habe. Aber wir müssten hier eigentlich viel mehr produzieren. Ich guck mal kurz. Wir haben hier ja auch die ultraschnellen Förderbänder, wenn ich das richtig sehe. Also vielleicht nicht die ultraschnellen, aber die schnellen. Aha. So, passe mal auf. Dann würde ich doch sagen, ich breche das hier mal ab. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören, ne?
So, ja, ich breche das hier mal ab und pack mal hier ran. So, zack und das. Und dann sage ich mal, wir brauchen hier oben einen Förderbandsplitter. Ich mache das jetzt nur noch zu Ende, damit wir hier so Förderbandsplitter mit Öffnung nach unten. So. Förderband. Zu teuer. Was soll das heißen? Warum habe ich... Ich habe Eisenplatten da drüben in die Truhe geschmissen. Geh weg mit deinen Zweigen hier, Vogel. Ich habe Eisenplatten hier hinten ins Auto geworfen. Ja. Ja, das ist ja toll. Warte mal, können wir da vielleicht auch gleich MK machen? MK2 mindestens. Ja. Ja. Mal schauen. Ja. Ich mach mal MK2. MK3 kommt dann später. Hoi, da geht's los. Ja, so war das eigentlich auch geplant, dass hier die zwei Konstruktoren jeweils diese Sachen da bearbeiten, also jeweils eine Quelle bearbeiten. Ja, also hier staut sich auch nichts. Hier kommt aber auch zu wenig raus, wie ich gerade sehe. Müsste man vielleicht mal übertakten, das Ganze. Ja, aber nach und nach wird das hier. Guck mal, da haben wir schon wieder einiges. Es ist natürlich doof gewesen, dass das hier die ganze Zeit nicht gelaufen ist. Ja, ich muss noch viel lernen, Freunde. Also, wie ich das hier sehe, also hier bleibt auch nicht stecken in der Kiste, ne? Eigentlich könnte man das wegmachen, das Silo. Ja, kann man eigentlich auch. Warte mal, dann machen wir das. Ich weiß gar nicht. Ach ja, das war, weil ich dachte, man bräuchte das Zeug roh sozusagen. Aber Rohquarz hilft ja mal gar nichts, ne? Dann liefern wir das doch besser anders an. So, das sind alles MK2-Förderbänder. Wir könnten allerdings auch MK3 hier irgendwann mal implementieren. Durchaus machbar. Aber jetzt nicht. So, ich will das jetzt nur noch einmal hier. Förderband. Okay. Ja, ja, nee, wir haben keine Stahlträger dabei, das ist das Problem. So. Ja, müssen wir wohl irgendwann mal übertakten, wenn wir da mehr haben wollen. Ich nehme mal mit, was ich kriegen kann jetzt. Und dann fahren wir noch einmal in die Heimat. Und, oh Gott, ich bin so durch. Entschuldigung. Ja, jedes Mal das Gleiche, ne? Der Hunk vollkommen durch am Ende. So. Fahren einmal in den Dschungel, dann nehmen wir die Hypertube in die Heimat. Hyper, hyper. Und dann war es das aber auch für heute. Ich sehe gerade, Facecam sagt 4,5 Stunden inklusive Pausen. Das ist mehr, als ich geplant hatte. So. Ich hoffe, ich finde überhaupt noch nach Hause, aber... Und was ich vor allen Dingen auch noch machen wollte, das mache ich gleich mal.
Wow. Digga. Ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr imstande, gerade auszufahren. So, dann bremst mal schön Auto. Nicht, dass ich dich das nächste Mal hier irgendwo im Wasser wiederfinde. So, ich nehme mal von hier oben ein bisschen Stahlbeton mit. Hier so. Platz habe ich denn noch im Inventar? Ja. Als was? Packe ich mal das Auto hinten vor noch. Denn ich will noch ein paar Stahlprodukte mitnehmen. Nicht nur ein paar, sondern so richtig viele eigentlich. Warte mal. Ich mache das mal so. Ich nehme das mal wieder raus hier. Und pack hier mal lieber Sachen rein, die wir momentan nicht brauchen. Aber erinnert mich dran, dass ich die noch hier habe. Jetzt auch ein paar ganz wertvolle Sachen hier. Na? Seht ihr. Warum haben wir hier Programm dabei? Keine Ahnung. Ach ja, aber das ist na, ich verstehe. Gut, holen wir noch mal ordentlich Stahlprodukte von oben, ganz besonders Stahlträger. Stahlrohre sind auch nicht zu verachten wegen unserer Statoren, die wir brauchen. Naja, eigentlich brauchen wir sie nicht. Die Motorproduktion ist jetzt eigentlich auch schon wieder komplett übertrieben. Ja, ist sie wohl. So, und auf wie geht's. Wie gesagt, ich packe hier mal voll. Ja, ich glaube hier die ganze Zeit voll die Produktion. So. Hier drüben müssten eigentlich dann jetzt, naja, ich wollte gerade sagen massenweise. Warum wird hier eigentlich nichts mehr eingelagert? Was ist hier los? Hä? Was tust du da, Honk? Ich verstehe hier irgendwie meine Bauweise nicht. Warum wird denn hier nicht mehr produziert? Moment. Da muss ich doch mal schauen. Hier kommt gar nichts mehr raus. Nirgendwo. Hier kommt noch was raus. Ich verstehe den Kram nicht. Also wir müssen hier irgendwann mal, besser gesagt, ich muss hier irgendwann mal optimieren. Jetzt schaut euch das an. Da unten kommt Eisenerz, aber immer nur ein Knödel. Und hier vorne staut sich der ganze Laden. Hä? Also wenn das jemand versteht, dann bitte mal sagen. Jetzt möchte ich mal sehen, was ist das für ein Förderband da unten? Wenn ich, hier könnte ich ein Förderband MK2 dran packen. Ach so, das wäre ein Downgrade. Warte mal. Wäre das ein Downgrade? Ja, das wäre ein Downgrade. Ja, scheiße. Hier. Hier staut sich das. Warte mal. Warte. Das machen wir richtig. Jetzt verstehe ich, wo das Problem ist. Hier ist ein Engpass. Guck mal, jetzt schießt es durch. Wie verrückt. Jo. Das ist schon MK3. Jo, jetzt macht es hier aber richtig einen los. Was ist hier los? Aha.
Ja. Ich schaue noch mal drüben. Ja, jetzt kommen hier Barren raus. Jetzt kommen hier Barren raus. Hier kommen ganz wenig Barren. Naja, es geht. Hier vorne. Ja. Das müssten wir irgendwann mal alles dann doch auf einen neuen Stand bringen. Ja, das kommt schon ganz ordentlich. Alles klar. Ja, dass da dieses kleine Stück war, das gefällt mir jetzt auch nicht. Natürlich. Doch, das kommt schon ganz gut. Also, Freunde, dann fahren wir mal rüber in die Heimat. Ach nee, warte mal. Ich habe da gerade die Sachen ins Auto gepackt. Scheiße. Ja, weißt du was? Komm mal her. Dann geben wir da doch lieber wieder hier die Billig-Kram-Dinge rein. Denn wir wollen natürlich die Gehwegschnecken und den ganzen anderen Schmonsens auch wieder haben. Nimm noch mal ein bisschen was raus hier. Ach man, wozu denn das? Biomasse muss ich jetzt auch nicht wirklich haben. Kupferfolie könnten wir wohl eher hier gebrauchen. Ich krieg das, Leute. Ich krieg das. Selbst im jetzigen Zustand funktioniert das noch. Passt mal auf. Nee, der Kram muss auf jeden Fall mit. Das da, die Rohgeschichten, die können wir dann. Weil ich möchte das Auto eigentlich hier drüben lassen. Wir haben ein Auto, zwar nicht das Beste. Aber wir haben ein Auto drüben und wir können uns auch noch einen Explorer bauen. Habe ich auch schon gedacht, dass man sich vielleicht irgendwie Garagen überall baut, wo man solche Dinge reinstellt. Wäre schön, wenn man dann. Man kann ja eigentlich den Dingern automatische Fahrbefehle geben, aber es wäre cool, dass man ihnen sagt, wenn ich dich irgendwo anders stehen lasse und ich bin in 2 Stunden nicht zurück, dann fahr bitte zu der und der Station. Das wäre cool. Ja, ich muss mal ein bisschen mehr in den Coffee Stain Foren schreiben. Okay, wir sind auf dem Weg wieder zurück in die Heimat. Und da oben auf dem rosa Plateau waren wir heute. Das war ein Abenteuer, möchte ich mal sagen. Unser Weihnachtsbaum. Ach, wie schön. Nee, gar nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt. Ja, habe ich oder habe ich nicht? Warte mal. Nicht, dass ich mir aus Versehen noch einen reindrücke. So. Eine Sache würde mir. Guck mal. Das können wir noch machen. Guck mal, die violette Schnecke gibt uns 5 Energiefragmente. Das mal geil. Das mal geil. Quarzoszillator bräuchten wir noch für. Was ist das? Verstärkte Eisenplatten. Fuck. Haben wir hier wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Wahrscheinlich in der anderen Truhe auch nicht. Aber weißt du was? Oh, guck mal, wir haben 19 Energiefragmente. Warte mal. Weihnachtskram kommt hier rein. Boah, bin ich durch. Wir müssen sowieso noch mal rüber auf die andere Seite. Da könnten wir vielleicht noch mal verstärkte Eisenplatten holen. Und dann würde ich vielleicht noch ein paar Quarz-Oszillatoren bauen wollen. Vielleicht schafft man ja heute noch was. Darf ich mal sehen, wo ist denn hier? Hier war doch was. Da genau. Das will ich weghaben. 32 Computer. Hatten wir bisher nicht, ne? Aber können wir ja jetzt eigentlich bauen auch. So einmal mit der Megabahn hier. Hui. Wusch. Ja, dass das hier so abstoppt, das mag ich gar nicht. Aber vielleicht beschäftige ich mich ja noch mal mit den Boostern, mit Boosterkarten. So, aber ich finde das hier eigentlich schon mal ganz lustig. Ah, ich sollte nicht rennen mit den Blade Runners. Das ist
Fahrt. Schnell sind die Dinger. So. Hier drüben haben wir noch verstärkte Eisenplatten, das weiß ich. In diesem Container werden die in Massen gelagert. Ja, wirklich in Warenmassen. So. Ach, jetzt habe ich gar nicht im, jetzt habe ich wieder nicht im Dschungel geguckt, wo der auf der Karte ist. Ja. Ist jetzt aber auch schon spät und früh. Gleichzeitig. So. Dann können hier wieder die Dinge für unseren Weltraumlift gebaut werden. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Oh Gott. Diese Blade Runners. 200, 308. Mhm. Das wird doch langsam. Ich will noch hier hinten, damit weiter die Statoren gebaut werden, massig Stahlrohre reinbasteln. Aber muss ich bald die eine Produktion drüben wieder im Dschungel auf Stahlrohre umstellen. Dass da dieser Engpass war und wie einfach der zu lösen war, das tut mir jetzt irgendwie weh. körperlich tut mir das weh. Leute. Metal-Leute, das war so ein kleiner Abschnitt, ne? Musst du immer dran denken, ne? Wenn du so einen kleinen Abschnitt dran baust an so ein Förderband, der kann es dann auch irgendwie mal verkacken. Ach, ich bin auch so blöd, ne? Ich bin auch so blöd. Ja, ja, ich bin blöd. Das stimmt. Ich gebe es ja schon zu. Jetzt reit nicht drauf rum.